Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde The Podia Doomsday. So, ich habe keine Ahnung, wo ich dran war. Ich weiß noch, wir haben Ulysses Helm, eine Riesenmarder, ein Rückenhaar-Sample und eine Dataset. Also, Moment, Dataset. Der Gencode eines amphibischen Kriechtiers mit hornigen Patschehändchen, gelben Schuppen und einem garstigen Gemüt. Okay. Ich mache jetzt einfach mal was Randomness. Hier wollt ihr ein Rückenhaar-Sample? Wie wäre es mit diesen Silberrücken-Gorilla-Rückenhaaren? Oh ja, das ist hübsch. Und männlich ist es auch. So weich. Und edel. Außerdem ist Silber gerade voll in. Trotzdem irgendwie zeitlos. Dann ist es entschieden. Endlich. Hier, behalte diese Stoffproben. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Ja, gut, ne? Ich gehe jetzt erstmal hier weg. Was hatten wir ja? Das ist ein Ältestenrad, Habitatring, Funzone, Chilloutzone, untere Schleusen, Computerkern. Stimmt, ich erinnere mich. Hier konnten wir Sachen einscannen. Können wir die Riesenmarder scannen? Na, bitte? Ach nein, ich will wieder die Blume. Ohne mich hier als Gott aufspielen zu wollen. Aber brauchen wir wirklich Maden in unserem neuen Genpool? Natürlich. Ein Neostoffmuster. Scanner-DNA-Probe. Keine Spezies erkannt. Die Probe ist synthetisch. War ja klar. Was ist mit dem zugestreiften Stoffmuster? Scanner-DNA-Probe. Erkenne Spezies. Zobelstreifenbär. Update Datenbank und drücke Sicherungsdatasette. Okay, eine neue Datasette. Können wir noch was mit dem Stinkmuffelstoffmuster machen? Scanner-DNA-Probe. Keine Spezies erkannt. Die Probe ist synthetisch. Und wieder eine Niete. Scanner-DNA-Probe. Hey, hey, das war meine Hand. Erkenne Spezies. Clown-Klon. Bitte was? Du rubrizierst mich unter Clown-Klon? Update Datenbank und drücke Sicherungsdatasette. Das ist ja unerhört. Okay. Können wir hier die Datasetten dann in den Schlitz tun? Weil irgendwie müssen wir ja was damit machen. Ich habe keine Ahnung. Schalter? Welcher ist das jetzt? Okay. Und was ist mit der... Moment. Hier, die wollte ich. Das ist die Clown-Tassette. Ich bin so ein bisschen aus dem Spiel rausgekommen. Hab ein bisschen länger nicht aufgenommen. Okay, nehmen wir die Datasette. Ansonsten ist hier noch etwas. Die Festplatte, der Computer, Scanner. Ne, dann gehen wir mal. Chilloutzone. Was haben wir hier? Hier ist der älteste Deux. Oder Dö. Streicheltiere, Klappe, Datasettenfach, Wolpertingers-Generator. Das sind Datasettenstütze. Was sind Datasettenstütze? Datasette 3? Ähm.
Was zum Henker sollen wir hier machen? Ich habe keine Ahnung, was wir hier gerade machen sollen. Ich mache jetzt einfach mal hier spontan die Füße darüber. Fell darüber. Ja. Nehmen wir mal die raus. Ich möchte jetzt mal hier die Clown-Datasette. Welche will ich noch? Komm, nehmen wir die nochmal. Okay. Was ist, wenn wir jetzt das rüber... Was ist das für ein Ding? Alter. Das lasse ich mal, das gefällt mir so. Ich lasse das einfach beide mal. Okay, gehen wir hier mal weg. Hier ist der Ausgang. Können wir jetzt da die Datasetten reintun? Dieses Datasettenfach? Oh, was soll das denn sein? Ein Streicheltier natürlich. Bist du irre? Das ist doch gar nicht flauschig genug. Nimm das sofort wieder weg, bevor es noch jemand sieht. Das wurde zerstampft. Was ist hiermit? Oh, was soll das denn sein? Ein Streicheltier natürlich. Bist du Alter. Irre? Das ist ja viel zu groß. So kann das doch niemand streicheln. Nimm es weg. Und was ist mit dieser hier? Oh, was soll das denn sein? Ein Streicheltier natürlich. Bist du irre? Das ist ja viel zu groß. So kann das doch niemand streicheln. Nimm es weg. Also sollen wir ein Tier hinkriegen. Welche nehmen wir denn jetzt mal? Nehmen wir jetzt einmal die 3. Und die 1. Das erste war das kleine Tier. Versuchen wir das mal zu bearbeiten. Es soll flauschig sein, aber klein. Also der Unterkörper muss gleich bleiben. Oberkörper ist... Warte mal, was können wir von... das war jetzt... Nee, das hätte 2 brauche ich. Können wir nochmal irgendwie hier... Lass mal den das und das drüber nehmen. Das ist jetzt Datasette 3. Versuchen wir das doch mal damit. Ah nein, Datasette 3 bitte. Mal schauen, was wir jetzt für ein Missgestalt haben. Oh, was soll das denn sein? Ein Streicheltier natürlich. Bist du irre? Das ist ja viel zu groß. So kann das doch niemand streicheln. Nimm es weg. Ich glaube, ich habe die falsche Nase. War das jetzt doch die hier? Oh, was soll das denn sein? Ein Streicheltier natürlich. Bist du irre? Das ist ja viel zu groß. So kann das doch niemand streicheln. Nimm es weg. Okay, und Datasette 1, bitte, bitte, bitte.
Buch? Was soll das denn sein? Ein Streicheltier natürlich. Bist du irre? Das ist doch gar nicht flauschig genug. Nimm das sofort wieder weg, bevor es noch jemand sieht. Ich finde diese Bluttropfen, die da rauskommen, ein bisschen krass. Okay, Datasette 1. Datasette 3. Ich will jetzt mal hier die Behaarung haben. Was will ich noch haben? Nussigen Hut will ich haben. Gut, würde ich sonst noch irgendwas haben? Setzen wir nochmal das rüber. Ja, ansonsten nehme ich den hier mal raus. Was sagt denn die Datasette 3? Ach verdammt, das ist hier wieder gleich. Datasette 2. Wenn wir jetzt hier das Gemüt rüber tun, dann sollte das doch schon mal ein lustiges Wesen sein. Also den lassen wir jetzt mal. Datasette 1 lassen wir. Datasette 3. Ja, was nehmen wir hiervon? Da würde ich eigentlich nur das Gemüt rüber tun. Lass es jetzt mal so. Ich beiß mich jetzt wahrscheinlich hier ein bisschen fest, aber... Ja. Oh, was soll das denn sein? Ein Streicheltier natürlich. Bist du irre? Es ist schön flauschig, aber... Es ist kein Zobel. Ihm fehlen die typischen Zobelstreifen. Versuch's weiter. Okay, dann nehmen wir noch die Streifen schnell. Jetzt komm schon. Jetzt gleich haben wir's. Datasette 1. Na? Datasette 3 war das, meine ich noch. Nein, Datasette 2 dann. Ah, jetzt komm schon. Das erste haben wir jetzt gleich bestimmt. Die Farbe rüber. So. Den haben wir jetzt fertig. Können wir mit dem anderen noch irgendwas machen? Bitte, 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 bitte. Welche war das jetzt? Das ist ja 3 oder 1? Ja, das ist ja 3. Sich auch immer wieder vertauschen, das finde ich ein bisschen störend irgendwie. Okay. Ich lasse das jetzt einfach mal. Wir müssen ja jetzt hier weiterkommen. Datasette 1. Jetzt komm schon. Bitte, 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 bitte. Oh, was soll bitte. Das denn sein? Ein Streicheltier natürlich. Oh ja. Ja. Das ist genau richtig. Es ist flauschig, hat Zobelstreifen und zu aggressiv ist es auch nicht. Oh. Welch Wonne. Können wir jetzt mit dem irgendwas machen? Danke. Unbekannter elysianischer Bürger mit frappierender Ähnlichkeit zu unserem Klonbediensteten und Inspektor Cletus. Du hast einen alten Mann sehr glücklich gemacht. Ja. Heißt das, du kommst endlich mit zum Ältestenrat? Natürlich, Junge. Ja. Sag einfach Bescheid, wenn du die anderen beiden überzeugt hast. Okay. Hier ist es Bar, Ältester Un.
Kommst du jetzt endlich mit? Nein, ich bestehe auf eine weitere Massage. Aber diesmal von einem Profi. Ach, wo sind nur die Klonbediensteten, die sonst immer defekte Roboter ersetzen? Haben wir hier irgendetwas? Was ist da? Die Sauna ist geschlossen. Ach, egal. Dieses ganze Zeitgereise ist auch so schon schweißtreibend genug. Können wir dem jetzt auch irgendwie auch noch sowas machen? Wir haben ja noch zwei Datasetten. Also, was können wir noch machen? Also, was haben wir hier noch zur Auswahl? Der will ein Masseur haben. Dann nehmen wir doch mal. Also schätze mal, es soll ein Mensch sein. Mit dicken Pranken. Und soll schon was härter sein wie so ein Reptil. Aber wo können wir das dann? Ich will erstmal schauen, wo wir den dann einsetzen müssen. Können wir dem einfach so die Datasette geben? Wo ist denn der Datasettenschlitz für den Masseur? Im Computerkern. Eigentlich sollte Ronny alle Dienstbots im Störfall automatisch ersetzen. Wir hätten ihn gestern vielleicht nicht als Zielscheibe fürs Shampoo-Sporten-Beitschießen benutzen sollen. Okay, dann müssen wir zum Computerkern, also. Was, wir sind schon bei 17 Minuten? Das hier wird dann wohl. Na? Schalter? Ja, okay. Ich jetzt bin schon überlegen. Was hat das jetzt gebracht? Okay. Wurde er jetzt irgendwie dahin geladen, oder? Oh. Und? Jetzt alles zu deiner Zufriedenheit. Au! Ja! Au! Sag mir Bescheid, wenn die anderen beiden bereit sind, okay? Sehr schön. Ist der hier bereit? Ich verlange nun endlich vorgelassen zu werden. Nicht solange hier kein akzeptables Essen serviert wird. Willst du nicht einfach eine Made im Mixer oder was? Das wäre jetzt. Wett? Es geht doch nichts über den Geruch von frischem Magenmett. Bitte schön. Ja, Igitt, das ist ja abscheulich. Da wünsche ich mir ja fast die Made zurück. Tja, der Käse ist leider gegessen. Bitte verschone meinen Magen mit solchen Metaphern. Können wir das in den Wurst wegen des Wurst? Madenwurst.
Ja, eine leckere Wurst. Ja, wer will eine Wurst? Hier, bitte sehr. Mit der Empfehlung vom Chef. Ah, germer Weißwurst. Und ich dachte immer, die kann unsere Küche gar nicht zubereiten. Immerhin ist die Hauptzutat ein streng gehütetes Geheimnis. Und wenn meine Vermutung stimmt, eines, das man mit ins Grab nehmen kann. Ich verlange nun endlich vorgelassen zu werden. Und dein Plan ist was genau? Hier so lange sitzen bleiben, bis sich das Problem von selbst behoben hat? Ich weiß, die Aufgabe ist für einen Würdenträger eigentlich unzumutbar. Aber für das Wohl meiner Untergebenen nehme ich diese Bürde gerne auf mich. Wird da jetzt ein Satz gefehlt, oder? Ich verlange nun endlich vorgelassen zu werden. Das geht leider noch nicht. Essen und Trinken sind mittlerweile ja wieder akzeptabel. Aber wie soll man denn seine Weißwurst genießen, wenn die Leute so unzufrieden sind? Ach, ich hab's ja verstanden. Ich kümmere mich um das Ambiente. Wir haben ja noch eine Tassette. Und ich sehe da gerade mal so einen Tassettenschlitz. Bitte, bitte. Was soll denn das für ein Clown sein? Der hat ja gar keine lustigen Accessoires. Ich habe mein Publikum enttäuscht. Ich fühle mich wie ein Bündel Schmutzwäsche. Wie jetzt? Ist die Show einfach schon vorbei? Was für ein miserables Ende. Buh! Das Problem ist, wie sollen wir die jetzt denn noch bearbeiten? Oder können wir die Disketten einfach so mitnehmen, die Datasetten? Das würde mich jetzt mal interessieren. So, wie können wir den noch bearbeiten? Okay, ich bin am Überlegen. Oh, die Folge ist aber schon vorbei. Dann machen wir jetzt hier gleich weiter. Oder ihr seht mich morgen hier wieder. Und bis dahin würde ich sagen, tschüss.